seht es wahrscheinlich im Titel, es wurde echt mal wieder Zeit für eine Runde mit der Kamera. Wir haben jetzt Mitte September und das letzte Mal so wirklich mit der Kamera war ich Anfang Mai unterwegs auf Island. Seitdem hatte ich die Kamera quasi gar nicht mehr in der Hand. Ich habe nur zu Hause hier und da das ein oder andere Projekt gemacht, aber ansonsten so richtig unterwegs mit der Kamera war ich tatsächlich nicht. Ihr seht es im Titel, Westruper Heide. Hier selber war ich tatsächlich noch nicht. Ist mein erstes Mal hier und ich bin gespannt, was mich jetzt gleich erwartet. Ich drehe mal eben die Kamera. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es hat geregnet bzw. regnet immer noch leicht. Und ja, ich warte jetzt noch, bis die letzten Regentropfen aufgehört haben. Dann schnappe ich mir mal einen Fotorucksack und dann werde ich mal ein bisschen die Westruper Heide erkunden. Nehmt euch da natürlich mit und ich bin gespannt, was wir vor die Kamera bekommen. Mit dabei ist der 1628 und das 200-600 habe ich mal mit eingepackt, weil wie gesagt, ich weiß nicht, was mich erwartet. Und Film tut mich wie immer die Osmo Pocket 3. Auf geht's! Ja, ihr seht es, der Wetterbericht hat nicht zu viel versprochen. Die Sonne ist rausgekommen, seht ihr hier hinter mir. Und ich werde mir jetzt mal die Kamera schnappen und auf Motivsuche gehen. Wie gesagt, ich war ja noch nie, habe mich tatsächlich selber auch noch nicht so richtig mit dem Gebiet hier auseinandergesetzt. Fotomotive etc. Es gibt hier eine Stelle, die sehr bekannt ist, aber ich bin dafür auch immer mal irgendwie was Neues auszuprobieren und das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Dass ich nicht so gut da drin bin, zu filmen, zu fotografieren und wegen der Fotografie dann noch Dinge zu erklären. Ich versuche es aber trotzdem mal. Hier vorne ist dieses Heidegras, heißt das glaube ich, versuche ich in den Vordergrund zu nehmen und diesen schönen Baum quasi als Hauptmotiv. Habe jetzt hier keine schönen Strukturen im Himmel, ist aber auch nicht so wild, sondern ich wollte halt einfach mal wieder raus und ein paar Fotos machen. Und das Ganze probieren wir jetzt mal. Ich fotografiere schön offenblendig, dass der Vordergrund schön unscharf ist. Hab eine ISO von 200, ein 1/500, Blende 2.8. Und das ist das gemachte Foto. Ich bin davon ausgegangen, dass die Westruper Heide hier spät im Jahr blüht. Wir haben jetzt, wie gesagt, Mitte September. Das, was ich nachgelesen habe, ist aber, dass die Westruper Heide hier von Juli bis September blüht. Und jetzt kommt die Sonne gerade schön zwischen den Wolken her. Da muss ich jetzt mal eben auf Motivsuche gehen. Dann erzähle ich weiter.
nach 10 Minuten an der Westruppe-Heide. Ich schwitze. Nee, Spaß. Also ja, ich schwitze auch, weil ich immer viel zu dick angezogen bin bei solchen Ausflügen, weil ich lieber schwitze als friere. Ich übertreibe es dabei immer ein bisschen. Aber zur Landschaft, es ist wunderschön hier. Hier sind unzählige Fotomotive tatsächlich. Das Licht ist herrlich, das spielt mir so in die Karten. Abwechselnd Sonne, Wolken, immer super schön. Ich komme aus dem Staunen gar nicht raus. Ich bin froh, dass Struktur in den Wolken ist. Wäre der Himmel nur blau, wird das Ganze wahrscheinlich wieder ein bisschen langweiliger aussehen. Aber so, 10 von 10, das ist unfassbar schön. Ich habe auch schon mit einem Fleckchen ausgeguckt, wo ich mich zum Sonnenuntergang hinstelle. Das ist tatsächlich aber gegen das Sonnenlicht. Das ist nicht so einfach zu fotografieren. Aber ich mag solche Bilder und arbeite da dann ganz gerne mit Sonnenstern. Ich hoffe, das kriege ich hin. Und erkunde jetzt hier nochmal ein paar andere Wege. Das ist auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass ich hier war. Super schön. Wenn ihr hier in der Nähe wohnt, kommt auf jeden Fall hin. Ich bin jetzt knappe 40 Minuten gefahren. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. War super spontan wieder. Habe ich mir heute Mittag überlegt. Du, André, du hast Zeit. Worauf hast du Lust? Du hast deine Kamera nicht mal lange in der Hand gehabt. Komm, fährst du mal los, ne? Und mit sowas wird man dann belohnt. Richtig gut. Wie habe ich diesen Fotospot, wo ich gleich hin möchte, gefunden? Ich zeige euch das mal eben. Mein Handy, ich gehe ganz normal einfach auf Google Maps und ich habe jetzt hier quasi die Westruppe Heide. Ich versuche das mal scharf zu stellen. So, die Westruppe Heide. Und ich habe dann einfach hier Street View angemacht und darüber kriegt man dann so verschiedene Spots gezeigt, diese türkis leuchten und die kann man sich aufrufen. Und da sind dann Fotos, die andere User schon gemacht haben. Und anhand derer Fotos habe ich mich hier so ein bisschen herausgeguckt, wo ich mich hinstellen möchte. Und habe mir diesen Fotospot quasi hier unten dann einfach gespeichert. Und da laufen wir jetzt gleich mal gemeinsam hin und schauen, ob das was werden könnte. Baum, den ihr da hinten jetzt seht, den versuche ich jetzt mal ein bisschen in Szene zu setzen. Ihr versteht mich so gut, weil ich das DJI Mic bei mir trage. Und ich versuche hier drauf zu achten, dass ich den Weg als führende Linie mit reinnehme. Und probiere mich dann mal so ein bisschen aus. Vordergrund und im Hintergrund spielen. Ist gar nicht so einfach bei den Lichtbedingungen, weil die Sonne scheint, die Vorderseite des Baumes aber im Schatten steht. Aber mit den Megapixeln, ich glaube 33 Megapixel hat die A74, kriegt man da auf jeden Fall was rausgeholt. Stehen geblieben, genau beim Heidekraut. Das, was ich nachgelesen habe, ist, dass das Heidekraut zwischen Juli und September blüht. Ich bin davon ausgegangen, dass das jetzt erst im Herbst anfängt zu blühen. Pustekuchen ist leider nicht so. Wir haben jetzt den 13. September, habe ich glaube ich vorhin schon mal erwähnt. Und man sieht noch so ein bisschen, dass es dieses lila Schimmrige hier des Heidekrauts. Aber ich glaube, wenn ich ein paar Wochen eher hier gewesen wäre, wäre es umso schöner gewesen. Aber nun denn, ich bin darüber gar nicht traurig. Ich bin froh, dass ich hier bin und werde mich jetzt mal
auf die Suche nach dem Fotospot machen, den ich mir rausgesucht habe. Hier hinter mir seht ihr jetzt einen Baum. Das ist nicht der Baum, den ich fotografieren möchte. Hier ist mir aber gerade ins Auge gefallen, dass die Sonne durch diese Äste schimmert. Und dadurch kann man immer ganz schön Sonnensterne einfangen, wenn man die Blende schließt. Und das Ganze versuche ich jetzt mal. Ich habe das DJI Mic in der Hand, also kann es jetzt mal ein bisschen lauter werden. Ich versuche hier jetzt eine schöne Komposition hinzukriegen. Das ist wieder nicht so leicht wegen des Gegenlichts, aber anders kriegt man den Sonnenstern nicht hin. Und aus. Ja, ich habe hier mit einer 1/15 fotografiert, ist mir das gerade aufgefallen. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass ich die Kamera ruhig gehalten habe und die Fotos nicht verwackelt sind. Also achtet da immer drauf und seid nicht so, geht nicht so laissez-faire mit den Einstellungen um wie ich. Ja, den Fotospot, den ich mir rausgesucht habe, der funktioniert nicht, weil es mit dem Sonnenlicht ist und nicht gegen das Sonnenlicht. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Ansonsten würde ich zu diesem Baum zurückkommen. Das Foto, was ihr jetzt seht. Ich gehe jetzt aber noch mal hier so eine kleine Anhöhe hoch und schaue mal, ob ich hier oben noch ein Fotomotiv finde. Dann bin ich noch etwas höher gelegen und habe noch ein bisschen länger was von der Sonne. Aber das muss ich mal gucken. Ich bin da relativ spontan und flexibel, was die Motivsuche angeht. Ich bin da jetzt nicht festgefahren. Nach dem Motto, ja, das ist das Motiv, was ich unbedingt möchte. Sondern, ja, lass mich da gerne auch inspirieren von der Natur. Ja, und mit diesen Fotos verabschiede ich mich. Es ist dann letztendlich nicht das Foto geworden, was ich mir erhofft habe, mit dem Baumstamm, weil es dann doch sehr schnell sehr dunkel an diesem Ast wurde, weil ja, es quasi hinter diesem Heidekraut lag. Ich glaube, dass meine Favoriten die Fotos sind mit dem Heidekraut, wo die Sonne noch so schön orange gegenleuchtet. Das kann ich final aber erst sagen, wenn ich mir die Bilder in groß auf dem PC am Rechner angeschaut habe. Ja, ihr seht es hier hinter mir, der Himmel brennt immer noch. Wunderschön. Für mich geht es jetzt aber wieder zurück Richtung Heimat. Ich fahre noch so gute 40 Minuten. Und ja, meine Bilder, die ich finde, die am besten geworden sind, blende ich euch jetzt nochmal ein. Genießt die letzten Bilder. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich versuche jetzt wieder mehr solcher Videos zu machen, weil ich jetzt einfach wieder gemerkt habe, das macht richtig Bock. Wie gesagt, knapp ein halbes Jahr war ich jetzt nicht und durch das Mal, was ich jetzt hier in der Westgruppe Heide bin, habe ich wieder richtig Motivation. Jetzt geht's wieder weiter. Ich wünsche euch alles Gute. Lasst einen Daumen da.
abonniert den Kanal, wie immer. Ciao, ciao.